Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kirby's Adventure Wii. Beim letzten Mal sind wir im Obst-Ozean bis zu Stage 3 gekommen und ich würde sagen, wir schnappen uns mal die vier Zahnräder. Das schreit fast wieder, nach einem Sphärenspuk. Oh mein Gott, und nach einer starken Strömung. Das kam sehr unerwartet. Ich würde gern was testen. Aha, man kann in der Strömung auch nicht, nach oben treiben, obwohl man ja eigentlich leichter ist als das Wasser. Die Druckkraft scheint wohl groß genug zu sein. Huch. Ja, genau. So, warum sind die jetzt im Wasser auch untergegangen? Das möchte ich jetzt gerne wissen. Im letzten Mal wurde ja gesagt, die Waddledees sind, Nichtschwimmer. Das kann auch sehr gut sein, das kann ich mir gut vorstellen. Aber warum die Fledermaus, die das Wasser gerade erst tangiert hat, da auf einmal drin untergeht, das möchte ich gerne mal wissen. Das entzieht sich mir jeglicher Logik. Oh mein Gott! Das ist ganz schön heikel. Okay. Ach nein, wie werde ich die los so? Dann komm mal her. Was haben wir denn hier so? Hammer! Das könnte wichtig sein. Ich schaue mich trotzdem noch mal kurz auf der rechten Seite um. Aber hier scheint nichts zu sein. Okay. So, da bin ich gespannt, ob wir die jetzt schon gebrauchen können. Na, das können wir eigentlich gar nicht gebrauchen. Wir laufen total gechillt unter Wasser entlang. Okay, mach mal schneller. Hier ist nichts. Na gut, dann. Hoffen wir mal, dass hier unten was Sinnvolles ist. Das sieht schwierig aus. Okay, ich hoffe, das geht nicht mit der Zeit von alleine wieder zu. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin froh, dass wir den Hammer haben. Okay. Ach du heiliger Bimbam. Okay. Das ist ja total lustig. Oh mein Gott. Aha, aha. So, schnell durch. Und das sieht super aus. Das habe ich doch glatt gesehen. Dann gehen wir da mal rein. Und der Boden ging in uns rein. Okay. Perfekt. Gut, das war ja relativ einfach, das Rätsel. Ich hätte mich über ein Zahnrad zwar mehr gefreut, aber ein Leben ist auch okay. Man startet mit 7 Leben, das ist ganz schön heftig. Okay. Okay, Mist, nein, ich habe den Hammer verloren. Ach, ist das ärgerlich. Na gut, dann machen wir uns jetzt hier mal unten aus dem Staub. Ärgerlich, der Hammer ist bestimmt noch wichtig irgendwo. Vorsichtig, okay. Hier oben scheinen nur Gegner zu sein, normale, ja. Gut, dann gehe ich da nicht extra nochmal lang. Wenn da nichts Lohnenswertes zu holen ist, dann nein, danke. Links. Links. Rechts. Links. Okay, öffnet sich das auf der anderen Seite? Ich möchte mal ganz kurz schauen. Das muss doch gehen. Okay. Sehr schön. Ich glaube, das war eine ganz gute Idee. Ah, es macht sich genau andersrum auf, ja? Oh, man kommt nicht nach oben. Ist das blöd. Oder habe ich das jetzt genau richtig rum geöffnet? Es scheint so, als hätte ich das ganz gut gemacht. Oh, ich kann es nicht glauben. Das war jetzt echt Zufall. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass es sich wirklich intelligent öffnet. So, bitte auf einmal. Na gut, dann möchte ich mich nicht beschweren. Hat uns ganz schön viele Sterne gebracht, die natürlich jetzt auch nicht der Oberknaller sind. Okay, das brauchen wir im Moment nicht. Was passiert denn, wenn das Ding im Wasser ist? Ah, wir können es dort tragen. Okay. Finde ich gut. Nein, ich wollte das eigentlich nicht. Naja, okay, das brauchen wir eigentlich auch nicht. Das ist alles nicht so schlimm. Oh, hallo! Was seid ihr denn? Das ist bestimmt eine Laubfähigkeit. Ich möchte die Wasserfähigkeit, die müsste jetzt wieder da sein. Danke sehr. Damit kommen wir nämlich perfekt voran. So. Schön, aber wir haben noch nicht ein einziges Zahnrad gefunden. Das ist etwas, was mich ein kleines bisschen verunsichert. Nein, da ist ein Dings. Und da ist gar nichts. Na gut. Dann hat sich das ja auch erledigt. Hui! Dann bekommen wir hier aber jetzt vielleicht eine Fähigkeit, die wir brauchen, um das erste Zahnrad zu bekommen. Wir haben Opa Klops. Der auch ziemlich schnell unterwegs ist. Wow, das war knapper als gedacht. Ich dachte, er springt ein kleines bisschen weiter. Moment, kann ich nicht? Oh. Ja, könnte ich wahrscheinlich. Hätte ich mich nicht treffen lassen. Er ist unbesiegbar so lang. Das ist ja hässlich. Okay. Okay. Das Durchspringen ist eigentlich das Beste, was es gibt, wenn man sich nicht aus Versehen reinbewegt. So, komm mal her. Wofür brauche ich denn dich? Ich habe das dumpfe Gefühl. Na gut, kommt das mal beide zusammen.
So, was gibt's denn hier? Ja, ich muss mich hier als Stein runterverlassen. Okay, na dann. Oh, schön. Das erste Zauberzahnrad. Sehr schön. Na gut, es wurde auch Zeit, dass wir mal eins finden, sag ich mal so. Es durfte ja auch nicht mehr allzu fern sein. Oh, nee. Oh Gott, das ist die hässlichste Steinstatue, die es, glaube ich, gibt von allen, die hier zur Auswahl stehen können. So, noch auf mit der Blume und durch. Okay, ich gehe mal davon aus, dass wir hier wirklich den Sphärenspuk haben, denn das Level war schon sehr lang und wir haben bisher nur ein... Oh, Mist. Mitte. Okay. Okay, rechts, links. Ganz links. Mitte, rechts. Rechts. Gut. So, ich möchte hier lang, ja. Hoffentlich war das jetzt richtig. Es macht sich schon mal genauso auf wie das andere Ding. Insofern keine böse Falle drin versteckt. Juhu. Hm, sieht auch gut aus. Sieht schon mal gut aus, dass wir hier auch den Sternenpfad haben. Na bitte, sag uns, dass es richtig war. Ich habe nämlich nicht aufgepasst, ob die Sterne den Weg gezeigt haben oder nicht. Es war richtig. Oh, ich glaube, das wäre sonst echt nervig gewesen, hätte ich das nochmal machen müssen. Okay, durch. Bleibt hier nur noch der olle Spuk. Wir paddeln mal hier so durch, so gut wie es geht. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Oh, wir haben Wind und Strömung, cool. Eigentlich wollte ich das Schwert haben. Naja, gut. Dann eben nicht. Oh Gott. Ja, wir machen mal... Oh, das ist mir zu fix. Aha. Oh mein Gott. Oh mein Gott, lass mich los. Das habe ich gar nicht richtig mitbekommen. Ah, wir haben uns komplett geheilt. Danke, es ist verrückt. Ich habe meine Fähigkeit verloren, ja. Ich habe das nicht richtig mitbekommen. Aber ich glaube, ja, wir sind ein normaler Kirby. Wir haben unsere Fähigkeit tatsächlich verloren. Was mache ich da eigentlich? Oh Gott. Was verlangt das Spiel da eigentlich von mir? Okay, gut, schön. Alles gechillt. Ich habe zwar gar nichts richtig mitbekommen und ich habe auch irgendwelche sinnlosen Tasten zwischendurch gedrückt. Was soll's? Ach nein, Quatsch, du bist doch normal. Ja, wir holen uns jetzt die Drachenflamme. Ich dachte, das wäre ein Boss und wir haben keine Fähigkeit. Aber so ist das ja vollkommen okay. Na, dann watschen wir mal lang und... Na, macht mal auf. Rumsen die mal weg, würde ich sagen. War's das? Ja, das war's. Oh, von denen kriegen wir ganz schön viel. Cool. Na, ich liebe das. Diese Fähigkeiten sind so cool. Und die Gegner haben sie sinnvoll umgesetzt dafür. So, einmal bitte dadurch. Oh, es ist so schön. Ich liebe das. Schade, dass wir den nicht beim Zwischenboss behalten können. Ah, es ist so schön. Ich frage mich gerade, ob ich aus Versehen noch diese Dinger kaputt machen. Ach, die gehen von alleine kaputt. Die Platten. Wenn wir drüber laufen, wie es aussieht. Aber wer läuft da schon drüber? Moment, mach das mal bitte oben. Ach, es ist so schön. Ich soll mal nicht so übertreiben. Das habe ich total gut gemacht. Gut. Kommt nochmal. Zurück, wollte ich sagen. Ja, bitte, geht doch. Das war aber ganz schön knapp tankiert nur. Was soll's. Wir kriegen ja auch unglaublich viel Heilung hinterher geschmissen. Das ist super. Alle noch erwischt. Haha. Langsamer Kirby ist langsam. Oh Gott, was ist das? Und warum sind das so viele? Und warum habe ich jetzt wahrscheinlich nur die Hälfte erwischt? Das war mir so klar. Gut. Jetzt haben wir alle. Haben die etwa das Portal versteckt? Nein, haben sie nicht. Es muss aber doch hier irgendwo ein Portal geben. Können wir nicht erzählen, dass hier nicht irgendwo noch eins wäre? Oh mein Gott. Okay, das versteckt sich also dort. Okay. Oh Gott, das wird ja schwierig. Okay. Jawoll. Einmal ordentlich eins reingeraucht. Und du hast bitte das Portal versteckt. Danke. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, auf Wiedersehen Drachenflamme. Wir müssen jetzt leider zu einem anderen Ort, der irgendwie ziemlich krass aussieht. So, in welche Richtung geht's jetzt? Nach rechts. Okay. Nee. So, die Sterne sollen mir an sich erstmal egal sein. Ich versuche trotzdem erstmal sowas zu sammeln. Einfach nur, um genau sowas halt zu machen. Ich finde es übrigens unglaublich cool, wie der Stern im Wasser nochmal ein kleines bisschen langsamer wird und außerhalb vom Wasser dann nicht mehr. Das finde ich ziemlich cool gemacht. Das ist ein super Detail. Und das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Achso, na Moment mal, das möchte ich vielleicht haben. Einfach nur, um das durchzuspucken. Das ist nicht ernsthaft gerade da hängen geblieben. Na gut. So, dann sauge ich mir mal alles an.
Und wir spucken uns jetzt hier ordentlich durch. Ja, na, das sieht doch schon bei Weitem besser aus. Schön. Und ich bin gespannt, welche Fähigkeiten wir beim Sphärenspuk bekommen werden. War das richtig? Ich glaube, ich hätte einfach oben durchgekonnt. Okay. Und auch hier werde ich wahrscheinlich einfach auf den großen Stern warten. Alles ist einfach mit einem riesigen Stern. Merkt euch das, Kinder. Der Wahnsinn. Schön, der hat auch ordentlich freigeräumt. Was ist das da? Das ist sinnlos. Gut, ich möchte diese Sterne nicht haben. Ich sehe mich nur in den Abgrund krachen. So, wir haben den Speer und den Schirm. Speer konnte man schmeißen, darum würde ich sagen, komm mal zu mir. Und man kann ihn auch im Wasser benutzen. Ich weiß gar nicht, ob es Sphärenspucke... Ob es Sphärenspucke im Wasser gibt, weiß ich nicht. Achso, wir müssen das ja so machen. Ich muss wieder in die Fähigkeit reinkommen. Oh ja, das ist gut. Okay, okay. Bitte hoch, bitte hoch. Okay, das war sinnlos. Ach ja, und jetzt versteckt er sich wieder hinten. Das können wir ja leiden. So, aus welcher Seite kommst du? Aus dieser... Okay, okay, okay. So, und da ist jetzt schon fast hinüber. Insofern... Okay, kein Problem. Und geschafft. Na, das war doch easy. So, das waren alle vier. Cool. Das hat sich gelohnt. Wir haben uns nicht einmal treffen lassen. Leute, das war ziemlich krass. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir das geschafft haben. Und ich behaupte mal, dass die Stage jetzt auch gleich vorbei sein wird. Yay. Na, komm mal. Ja, vorbei. Ordentlich. Das lief gut. Bonussprung. So, na, sag mal, was wir kriegen. Na? Nur die 2. Na gut. Okay, das macht nichts, denn ich muss sagen, die Welt war unglaublich lang. Und eigentlich reicht diese Welt auch schon, um einen ganzen Part zu füllen. Das ist zwar irgendwo ärgerlich, aber... Ich kann es halt nicht anders beschreiben. Es ist halt so. Okay, ich würde sagen, wir schauen mal, ob wir noch was freigeschalten haben. Ja. Ah, okay, Testraum 2. Ich möchte nur kurz gucken. Nach Welt 4 kam eigentlich schon der Boss, ne? Ja, okay, ich würde sagen, das sieht nach einer sehr langen Welt aus. 5 Zahnräder. Im nächsten Part machen wir diese Welt. Und da ich glaube, dass Bosse nicht so lang sind, machen wir auch noch den Boss. Ne? Das klingt doch ganz gut. Ich würde sagen, ich bewege mich nochmal zum Anfang zurück, weil ich möchte noch was testen. Wir haben ja noch Zeit. Ich möchte nämlich nochmal zu so einem Testraum gehen. So, schieß dich mal nach oben. So. So. Und so. Und rein. Ich will nämlich wissen, ob wir die Fähigkeiten aus dem Testraum in eine Welt mitnehmen können. Weil dann sind die Testräume nämlich wirklich cool. Wir werden dafür einfach mal gleich diesen Testraum nehmen, der sich gerade vor unseren Augen geöffnet hat. Hier steht immer noch neu. Habe ich beim letzten Mal nicht gespeichert? Gut, wir gehen mal rein. Wir schauen mal. Ich nehme mal den Schirm mit. Wir werden es ja sehen. So. Ja, jetzt steht nicht mehr neu drüber. Ich gehe noch mal ganz kurz hier rein. Ich scheine da beim letzten Mal nicht gespeichert zu haben. Damit wenigstens nicht das neu dort steht. Perfekt. So, und jetzt bin ich gespannt. Nehmen wir den Schirm mit, wenn wir jetzt eine andere Welt betreten. Wir haben ihn zumindest schon mal auf dem Rücken. Oh mein Gott, Leute, das ist ja unglaublich krank. Wir haben jetzt also schon 10 Fähigkeiten zur Auswahl, mit denen wir eine Welt betreten können. Sehe ich das richtig? Das ist ja Hammer. Okay, ich würde sagen, beim nächsten Mal sehen wir uns mit einer Fähigkeit in diesem Level. Das ist ja Wahnsinn. Und in diesem Sinne, ich plansche noch eine kleine Runde. Und bis dahin, euer Elig. Bye.